Hallo liebe Hörspiel- und Retro-Freunde, ihr wisst, ich bin ein tierischer Fan der Maritim-Reihe und vor einigen Jahren, ich glaube 2018 oder 2019, kamen die ja alle auf CD raus und mir ist jetzt erst aufgefallen, ich habe so viele dieser Teile überhaupt noch nie aus der Folie ausgepackt. Warum? Ja, also ist ganz klar, ich meine, ich höre eigentlich diese Edgar Wallace-Klassiker, ja, auf Schallplatte, ja. Es wird schwierig mit einem Arm. Ich filme das heute nicht mit der Digicam, sondern mit dem Handy. Ja, aber es geht. Mit Geduld, ohne Spucke geht das auch. Da ist mir aufgefallen, wie wenig ich diese Wallace-Hörspiele eigentlich auf CD höre. Dabei sind die ja wirklich 1:1, genauso wie von der Schallplatte oder von der Kassette. Aber irgendwie packen die mich am meisten auf Schallplatte. Die Covers sind legendär. Ihr seht das hier, also man hat hier nichts geändert. Wie kam es dazu, dass sie alle in so guter Qualität sind? Die haben wirklich eine Umfrage gestartet und haben aus zig LPs und Kassetten das beste Material herausgesucht, um dann diesen perfekten Hörgenuss zu bieten. Die Rückseite sieht so aus. Ich finde es toll, dass man dieses Artwork gelassen hat. Ich habe mir sogar hier so ein T-Shirt angefertigt, weil ich es so stylisch finde. Und auch dieser Spruch, viel Vergnügen zum kleinen Preis, der ist ja legendär, den kennen wir als Kinder von früher noch. Und die Gestaltung ist durchaus wunderschön. Und wenn ich das jetzt öffne, nach 5 Jahren, ja, 5 Jahre war die jetzt eingesperrt, dann sehe ich erstmal was Wundertolles, Wunderfeines, ja. Eine kleine Maritim-Schallplatte. Das finde ich wirklich gut, wirklich cool. Ja, und ich sehe gerade 2016, Hilfe, dann war das Ganze ja noch länger verpackt. Ich finde das eine super Idee, ja, dass man also diese CD im LP-Look erscheinen lässt. Wir sehen hier nochmal die Sprecher. Ich meine, das ist eine fantastische Folge, Bande des Schreckens. Man hat halt eben hier also einen Cast, der seinesgleichen sucht. Henry Kielmann und Manuel Ponto starb mit 47 schon, also die zwei sind ein tolles Gespann und dann hat man halt Top-Sprecher wie Rolf Jülich, Gerda Kmelin war lange Zeit am Thalia-Theater in Hamburg und bis in die kleinsten Rollen perfekt wieder ausgewählt. Frank Straß, der weg da von der Geheimnisumreihe, die Musik legendär über Londonstraßen, senkt sich dichter Nebel und ach, es ist einfach grandios, es ist einfach herrlich und ich freue mich darauf jetzt, die Bande des Schreckens anzuhören, denn die kann man wirklich immer und immer wieder anhören. Das wollte ich euch jetzt nochmal mitteilen und euch vielleicht auch ein bisschen Lust machen, mal wieder Sheldon zu besuchen oder den geheimnisvollen Professor, der ja nur auf Kohle aus ist. Hör mal zu, ist nicht auf Kohle aus. Wir sind werbefrei und kostenlos. Hallo, hier spricht... Hör mal zu.